Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deinen Energiebotschaften für die nächsten 7 bis 10 Tage. Schauen wir uns hier an, wer auf dich zukommt, was auf dich zukommt, welche Energien für dich bereitstehen. Der Widder, Energiebotschaften bitte. Außer Rand und Band, sehr enthusiastisch. Etwas geht in dir zu Ende. Etwas Neues beginnt. Du bekommst klare Sicht auf etwas. Es darf leichter werden. Beruflich werden neue Pläne geschmiedet. Neue Projekte bahnen sich an. Viel Austausch mit Freunden, Bekannten. Viel Austausch mit Freunden, Bekannten. Da haben wir es schon. Du bist da, du bist sehr lösungsorientiert in den nächsten Tagen, sehr positiv gestimmt. Du schaust verschiedene Projekte, auch Objekte an. Wunderbar. Es erschließt sich dir etwas, eine wunderbare Lösung kommt auf dich zu. Du bemerkst, dass umso mehr du dich emotionell herausnimmst aus deinen Situationen, die Dinge ohne Emotionen schlichtweg, ohne zu werten und zu beurteilen, die Dinge angehst, anschaust, umso schneller kommst du voran. Ein Krebs, gut möglich, dass du auf einen Krebs wartest. Dieser Krebs ist noch nicht so weit, auf dass er auf dich zukommen kann. Im Gegenteil, er nimmt sich immer mehr zurück. Du erkennst, dass du mit einem Wasserzeichen oder einem anderen Feuerzeichen an eine Sackgasse angelangt bist, dass es nach dem Motto bis hierhin und nicht weitergeht, lieber Widder. Doch das ist für dich gar kein Thema, denn du schaffst es, die Situation als solche zu akzeptieren, wie sie sich dir präsentiert, ohne mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Große Erleichterung macht sich breit in dir. Ja, wie gesagt, sehr, sehr lösungsorientiert, neue Projekte. Du bist sehr enthusiastisch für deine Zukunft. Bist sehr im Schöpfermodus, was deine Zukunft angeht. Die Leichtigkeit kommt. Gut möglich, dass eine Schwangerschaft bevorsteht. Du planst einfach neue Pläne. Du bist im Vertrauen, auch wenn du nicht weißt, wie es tatsächlich wirklich weitergeht. Ah, hier ist noch ein Flipper, habe ich gar nicht gesehen. Wunderbar. Es geht darum, dass du Schuldzuweisungen loslässt, dass du den Schmerz, dass du für deinen Schmerz nicht die anderen verantwortlich machst. Also definitiv, lieber Widder, die nächsten 7 bis 10 Tage sind erkenntnisreich, erfolgreich und du bist sehr, sehr lösungsorientiert. Gut möglich auch, dass du mit einem Fisch verbunden bist.
Dieser Fisch leitet dich dazu an, in deine Kraft zu kommen, die Dinge komplett neu zu entdecken, neu zu erkennen. Ich würde sagen, wunderbare Energien stehen dir zur Verfügung. Nutze sie lieber wieder, auf dass du immer mehr vorankommst, immer mehr zu dir selbst kommst. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, sei gesegnet. Ciao.